Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Two Point Campus. Wir haben den Angriff leider überhaupt nicht abwehren können, da wir nicht in der Lage waren, einen Hausmeister zu finden, der auch Verteidigungsskills hat. Ich hoffe, es wird jetzt mal bald einer dabei sein. Promotion von Cheesy Gubbins, ja gerne doch. Der Runde ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu trist, um da jetzt Party zu machen. So, wir müssen nur noch die besiegen und dann haben wir unseren ersten Stern tatsächlich schon. Aber mir wäre es ehrlicherweise lieber, wenn wir vorher mal unsere Finanzen ein bisschen mehr auf die Kette bekämen. Du bist ja noch sehr wenig für Forschung und zum Abfallsammeln gebraucht. Wollen wir eine neue Kampagne machen? Weiß ich noch nicht. Muss ich noch mal in mich gehen? Was ist bei dir jetzt das Problem? Keine Ahnung. So. Wieder ein kleines Plus. Ja, komm, eine Aufenthaltsraumparty, die kriegen wir hin. Zack, schnell noch ans Semesterende. Da sind die Studenten auch ein bisschen zufriedener, hoffentlich. Studierende werden gebeten, zu bitten statt zu fordern. So, wir sind im letzten Monat dieses Semesters angelangt. Sehr, sehr gut. Jetzt gibt es hier noch ein ganz kleines bisschen Party. Und es ist zu voll. Ja, super. Jetzt sind. Ja, Mitarbeiter sind bereit. Schön, aber ich hab, mein Konto ist nicht bereit dafür. Oh, allgemein müssen. Ja, später. Wobei, komm, das machen wir jetzt. Das ist ja auch sinnvoll. Naja, das machen wir im nächsten Semester. Ist jetzt eh durch. So, Auszeichnung ansehen. Dann schauen wir doch mal, ob wir dieses Jahr was bekommen haben. Immer noch nichts. Aber Gott sei Dank immerhin 10 Abschlüsse und 44 bleiben im Studium. Der Prüfungsnummer ist 74% ein bisschen niedrig. Steht fest. Sieh mal eine an. Oh Gott, warte mal, Studiengänge verwalten. So, wir brauchen ein weiteres Sportzentrum. Oh Gott. Machen wir erstmal dahin. Ja, nur wohin jetzt mit dem Cheeseballfeld? Würde das theoretisch. Ich muss mal gucken, ob das von den Abmessungen her rein theoretisch da reinpassen würde. Ja, dafür bräuchte ich Geld. Okay, wir müssen ein zweites Darlehen aufnehmen. Habe ich ja richtig Bock drauf. Aber es würde hier reinpassen. Dann würde ich die Sachen hier tatsächlich verschieben. Ich packe jetzt erstmal einfach ganz unspektakulär hier vorne. Sir Nigel Bickleburn. Dann überlege ich mir nochmal einen anderen Platz für. Ich bin Nigel Bickleburn, die Stimme aus Ihrem Radio, hier auf Radio Two Point. Ist heute nicht ein wunderschöner Tag in unserem kleinen County? Tja, was weiß ich. Könnte ich hier in das Feld packen, die Sachen, ja? Meine Aufnahmekabine, keine Fenster. Obwohl ich deswegen schon mehrmals ans Management geschrieben habe, muss ich doch zugeben, dass es mich nicht im geringsten stört. Wir brauchen noch ein paar Dozenten. Okay, das Folgejahr kann starten. Es ist nicht euer Jahr. Es ist einfach nur ein Jahr.
So, jetzt fangen wir aber auch mal an, nach und nach so Sachen wie einen Kaffeekiosk zu etablieren. Wir brauchen nämlich auch mal eine gute Getränkeversorgung. Du denkst darüber nach, das Studium aufzugeben. Warum? Du wirst doch gerade geheilt. Ist doch alles ein Taco. So. Wir packen die Clubs wie angekündigt. Immer hier rüber. Achtung! Erst einschreiben, dann studieren. Eindringlinge gesichtet. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, das wissen wir. Nur das Blöde ist, wir haben kein Personal, das das weiß. Wunsch nach Tanzfläche, ja, später vielleicht. Es ist so räudig, dass wir hier nie das passende Personal kriegen. Es wird, vielleicht ist es aber auch ein Missionsparameter, dass es bewusst nur über Weiterbildung geht. Wunsch nach dem schläfrigen Schaf, ja, okay. Den Horrorfilm, den können wir einrichten. So, 10.000 wenn Sie damit plus, einverstanden nett. Sind, möchte ich heute über Geschirr reden. Und ich würde sagen, wir machen mal ein Weiterbildungszentrum endlich mal. Wunderbar. Ich denke, dieses Thema geht die meisten von Ihnen etwas an. Denn Geschirr ist entgegen anderer Meinungen wichtig. Wenn Sie Ihr Essen auf ein Tablett klatschen, wird es zu Schlabber. Nicht vergessen, das Auge ist mit. So, verstehen Sie das jetzt aber bloß nicht als Aufforderung, sich wie die wilden Fischsuppe in die Augen zu schaufeln? Ja, da wäre. Die Bibliothek bittet um einen Assistenten. Wir machen es so. So. Der erste ihr kriegt alle eine Security-Weiterbildung. Hilft ja nichts. Wir brauchen Defense. So, wir könnten schon mal ein Spiel ansetzen. Zack. Nehmen wir das auch schon mal. Ja, komm, wir machen eine SZ-Party. Sollte noch eine Sprunganlage. Oh, die ist aber sehr groß. Nee, das. Das muss ich ablehnen vorerst. Das wird ein bisschen später kommen. So, natürlich habe ich hier keinen abwehren können. Wir haben 9000 Gewinn gemacht. Sehr schön, so langsam läuft das Ganze. Ach, jetzt, ja klar, jetzt wo ich die Weiterbildung habe, kann ich natürlich, finde ich natürlich einen, der den Skill hat. Schön. Okay, ich sehe gerade, ich habe ein kleines Müllproblem. Was sollten wir mal mit ein paar Mülleimern Abhilfe schaffen? So, das Spiel läuft. Wie wird's ausgehen? Wir in Blau, die Auswärtsmannschaft in Lila und zack, den ersten haben wir abgewehrt. Sehr gut. Zack, bam, da ist das Ding drin. Wunderbar. Hä, wieso Match startet in 109 Tagen nicht? Das läuft doch gerade schon. Was redest du denn für einen Stuss? Gesundheitsproblemen sollten die Klinik aufsuchen. So, Hotdog-Kiosk ist da, also genießt es auch. Crazy Taxi-Automat, den kriegen wir hin.
Und die 3 zu 0. Sehr schön. Und damit haben wir unseren ersten Stern verdient. Und wir haben neue Kampfbosse freigeschaltet. Nice. Sie sind die treibende Kraft des Schießball-Sports geworden. Wer sollte sie aufhalten? Vermutlich irgendein anderer Haufen einfältiger Schmannschmeißer. Oh, ein Partypool und Showgrace. Okay, cool. Dann haben wir noch Upper Etching und Pebbly Ruins freigeschaltet. Wunderbar. Wir machen aber trotzdem mit diesem Campus erst einmal weiter. Wie gewohnt wollen wir hier auch die Sterne alle sammeln. Es ist sehr unzufrieden. Warum? Eine weitere Ausgabe von Nigels Kummerkasten. Sie schildern mir ihre unbedeutenden Probleme. Stimmt, das ich löse ich sie noch mit vergessen. Minimalem Aufwand. Verlorenen Freshly schreibt: Nigel, ich habe neulich meine Dissertation im Bus vergessen. Könnten Sie bitte eine Durchsage machen, damit ich sie wiederbekomme? Danke im Voraus. Mein Gott, was wir hier alles freistellen können. Ich glaube, den Raum werde ich hier irgendwann mal abschaffen. Ich würde Ihnen ja gerne helfen. Woanders in deutlich größerer Form machen. Lektion lernen? Sie sehen, ich stehe vor einem echten Dilemma. Hinweis: Ein Finger ist keine Zahnbürste. Ich überlege gerade, wir sollten... Ach, einen Schrebergarten wollen die haben? Oh Gott, kriege ich den denn jetzt noch unter? Nee, den kriege ich erstmal nicht unter. Der wird warten müssen. Ja, schon die Weiterbildung ist abgeschlossen. Das heißt, die nächsten Angriffe dürfte ich dann wohl eher zurückwerfen können, abwenden können. Campusstufe 20, bis dahin muss noch einiges kommen. Aber vielleicht kann ich schon das kleine Darlehen ablösen. Na, noch nicht ganz. Aber ich denke, es wird nicht mehr lange dauern. Ach, 6000. Ja, vielleicht im nächsten Monat. Obwohl, nee, noch nicht. Wenn es durchfällt, sollte es vielleicht mit etwas anderem versuchen. Was soll... Forschung, genau. Ich hatte gerade irgendwas im Hinterkopf. Will ich jetzt erst das Forschungslabor bauen oder will ich warten und das Darlehen zurückzahlen? Nein, ich will erst das Forschungslabor. Einen neuen Dozenten, der am besten ein bisschen forschen kann. Habe ich da nicht einen in Sachen Allgemeinwissen? Einen muss ich doch schon haben. Sekunde. Yes. Aber da du der einzige Dozent bist, brauchen wir einfach noch einen in Allgemeinwissen. Assistent, bitte in das Studierendenzentrum. Das Eindringen unterlassen. So, Weiterbildung check. Bilanz check. So, da werden sie sofort nass gespritzt. So, die ersten zwei haben wir abgewehrt. Was ist denn dein Problem? Fällt's durch die möglicherweise dieses Jahr, das ist schlecht. Da kommen wir jetzt noch ein Event. Gegen wen spielen wir denn? Den Science-Fiction-Film, den kriegen wir hin. Sehr gut. Auf dem Campus beginnt eine Sportveranstaltung. Viel Glück. Das riecht doch nach Sieg, ihr Lieben. Vielleicht sogar eine Nullnummer. Zack. Jede Nacht über das Studium aufzugeben, das ist doch schlecht. Solltet ihr sowas tun? Käsekurs 2, Greenscreen. Uiuiui.
Also Hochsprung benötigt im Sportzentrum. Ist das? Nein, unmöglich! Jetzt neu von Cheesy Gubbins. Das wird erstmal noch warten müssen, leider. Cheesy Gubbins. Direkt aus deinen Träumen in deinen Mund. So, erstmal einen eingestellt, dass sie auch mal was verkauft bekommen. Können wir eigentlich an den Preisen bringen? Nee, ne? Nope. So, erfolgreich abgewehrt, das bringt uns wieder 10.000 Flong aufs Konto. Das brauchen wir auch, denn wir haben gerade wieder einen Verlust gemacht. Schade. Es lief doch so gut. Wie sieht denn das da denn aus? 64.000? Ja, ein bisschen... Der Campus bietet den Studierenden ein bisschen brauchen wir da wohl noch. Versorgung. Zumindest theoretisch. So, okay, das jetzt überlege ich gerade, was sollten wir als nächstes angehen? Natürlich erstmal unsere Finanzlage ein bisschen verbessern. Deswegen werde ich als allererstes versuchen, das Darlehen hier abzubezahlen, in der Hoffnung, dass wir jetzt nicht wieder Verluste einfahren. Ach guck mal, das fällt mir ja jetzt erst auf, wenn die hier im Naturclub sind, dann verändern die einfach so Büsche. Cool. Tode gelangweilt. Ja, dann geh doch mal zur Seelsorge und geh mal hier zum Medic. Ist auch ein Seelsorgeproblem. Studierende mit seelischen Problemen sollten die Studienberatung aufsuchen. Also ich glaube, ich brauche definitiv noch eine weitere Seelsorge. Aber wie gesagt, jetzt ist erstmal Zeit, dass ich mich um das Darlehen kümmere. Wobei, wie teuer wärst du? Ja, 9.000, komm. Das ist jetzt nicht so die Welt. Das wirft uns in Sachen Darlehen jetzt nicht so weit nach hinten. Was würdest du kosten? Ah, 26.000. Gut, das wäre schon ein bisschen teurer. So, du darfst gerne vor, bevor du das Studium abbrichst. Oh je, ich weiß nicht, ob das rechtzeitig was wird. Ja, wobei, wir sind mal optimistisch. Hier auf Radio 2Point lacht Sir Nigel Bickleworth nicht mit Ihnen, sondern über Sie. Lachen bringt Sauerstoff ins Blut und hält die lebenswichtigen Organe bei Laune. Oh Mann, ich hoffe, das wird noch was, bevor er aufgibt. Lange und ausgiebig lachen können. Aber ihr Lieben, das sehen wir beim nächsten Mal, nicht mehr heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.